Hallo, ich bin Firat Keskin, Physiotherapeut und ich habe mich auf die Therapie von Schwindel spezialisiert. In diesem Video wollte ich euch eine Übung gegen Schwindel zeigen. Wir haben verschiedene Übungen, schaut auf jeden Fall auf unserem Channel. Diese Übung nennt sich Blicktransfer. Ich werde einmal den Hintergrund der Übung erklären, warum wir diese Übung machen. Viele Patienten, die zu uns kommen, sagen, dass wenn sie den Kopf schnell von rechts nach links drehen oder schnell von unten nach oben, dass das Bild, was sie sehen, einer alten Kamera gleicht. Sie kennen das vielleicht, erinnern sich vielleicht an alte Kameras, wo man das Bild von rechts nach links schwenkt und dann braucht das Bild wirklich, ist es ein bisschen zögerlich, kommt das Ganze hinterher und dann braucht man noch mal eine Weile, um das Ganze scharf zu stellen und so fühlen sich Patienten. Das Problem liegt häufig daran, dass das Innenohr beziehungsweise das Gleichgewichtsorgan im Innenohr mit den Augen verknüpft ist. Und diese Verknüpfung zwischen Innenohr und Auge ist sehr, sehr wichtig für die dynamische Sicht. Dynamische Sicht heißt, wenn ich mich bewege, wenn ich meinen Kopf schnell bewege, muss ich noch die Fähigkeit haben, ein klares, scharfes Bild zu haben. Und wenn ich ein Problem im Innenohr habe, ist es logisch, dass diese Fähigkeit verloren geht. Ja? Die Fähigkeit können wir aber wieder gut retrainieren. Und zwar machen wir das mit der Übung, die sich Blicktransfer nennt. Ich habe hier zwei Karten in der Hand. Und zwar benutzen wir oder empfehlen wir für die Übung immer Karten mit Buchstaben und Zahlen, weil der Patient soll nicht nur den Kopf schnell von rechts nach links bewegen, sondern der Patient soll den Kopf nach links bewegen und so schnell wie möglich ein klares Bild haben. Das ist zum Beispiel sehr wichtig, wenn ich die Straße überqueren will. Ich gucke nach rechts. Ich muss sofort die Straße scharf stellen, um zu sehen, kommt ein Auto oder nicht. Ja? Und ich gebe die beiden Karten unserer Probandin. Du hältst die beiden Karten hoch. Hier ist einmal der Winkel wichtig. Mach nicht den Winkel zu groß, mach den nicht zu klein. Ich sage häufig, wenn hier unser Nullwinkel ist, 45 Grad nach links und 45 Grad nach rechts. Das ist ein sehr guter Winkel. Und deine Aufgabe ist es, von einer Karte zur anderen zu gucken und du bewegst den Kopf so schnell, dass du die Buchstaben noch klar und deutlich sehen kannst. Ja, fang mal an. Genau. Ruhig etwas langsamer, nicht so schnell, genau. Weil unsere Probandin anscheinend gesund ist, macht sie es sehr schnell. Aber wie gesagt, gerade Betroffene sollten erstmal langsam anfangen und die Bewegung an sich üben. Worauf ich als Therapeut achte, ist, dass die Augen immer mit dem Kopf schön flüssig hin und her sich bewegen. Die Augen müssen immer ein Ticken schneller sein als der Kopf. Das ist die Physiologie, die normale Physiologie der Augen-Kopf-Bewegung. Und das macht die Probandin sehr gut. Genau, Dankeschön. Während der Übung innerlich bis 30 zählen, also von rechts nach links jeweils 1, 2, 3, bis 30 Mal. Und nach 30 Mal vielleicht eine kurze Pause, auch eventuell, wenn Sie Schwindel haben, warten, bis der Schwindel wieder weg ist. Und dann machen wir die Übung für die vertikale Ebene. Das heißt, du hältst einmal die Karte hoch und eine Karte hältst du runter. Genau. Und bewegst wieder den Kopf von der oberen Karte zur unteren und dann auch wieder hoch. Genau. Beweg ruhig den Kopf etwas weiter nach unten. Ja, genau. Etwas weiter nach oben. Ja, sehr gut. Auch hier sehr, sehr wichtig, den Kopf mitbewegen. Es gab eine systematische Übersichtsarbeit, die gezeigt hat, dass wenn Patienten den Kopf stillhalten und nur die Augen bewegen, das nicht so effektiv ist, es ist wichtiger, dass man den Kopf dabei bewegt. Denn dann bewegt sich die Innenohrflüssigkeit und das Innenohr wird stimuliert. Ja, sehr gut. Und auch hier bis 30 zählen. Also auch hier, immer wenn Sie hochgucken und wenn Sie runtergucken, 1, 2, 3 bis 30. Das sind dann zwei gute Wiederholungen gewesen, zwei gute Übungen gewesen. Was hier jetzt wichtig ist, das ist eine einfache Übung. Zum einen ist die Bewegung etwas langsamer. Wir haben nur zwei Ebenen, rechts, links, hoch, runter. Man hat natürlich im Alltag diagonale Ebenen ebenfalls. Im Alltag bewegt man sich auch, während man den Kopf von rechts nach links bewegt.
Das heißt, es ist wichtig, wenn man wirklich langfristig den Schwindel loswerden will, dass man schwierigere Übungen macht. Und um schwierigere Übungen zu machen, brauchen Sie einen Therapeuten, der sich in dem Bereich weitergebildet hat. Und die Therapeuten findet ihr auf unserer Website. Bitte gehen Sie auf die Website www.ivrt.de. Dort finden Sie alle Therapeuten, die von unserem Institut zertifiziert wurden. Das sind wirklich Kollegen, die Sie auf dem Weg der Besserung gut begleiten werden.